Also was ich bisher hier jetzt gemacht habe, das sieht gar nicht so schlecht aus. Muss ich sagen, dafür, dass sie auf einer sonst was in der Bauhöhe bauen und die mich komplett überrascht hat. Und ich auch gar nicht damit gerechnet habe, um ehrlich zu sein, dass wir auf so einer Bauhöhe sind. Sieht das doch gar nicht alles so bad aus. Wie man es, denke ich, von mir erwartet hätte, wie es aussieht. Also ich kann euch sagen, wenn ich eine richtige Bauhöhe habe und dann noch das richtige Feeling und gerade alles stimmt, dann Leute, dann können die heftigen Häuser aber mal sowas von aufgebaut werden hier. Aber mal sehen, Leute. Ich denke mal, das werdet ihr im Laufe des Projekts schon noch merken. So. Ich muss unbedingt, also Holz habe ich gerade echt zu wenig für das, was ich verbaue. Dafür ist das Holz gerade echt zu wenig da. So. Und zack. Hopp. So, seht ihr, da haben wir jetzt nämlich so eine kleine Vorbaute. Und dann da oben, oh, das sieht halt schon cool aus so. Ich überlege gerade ohne Witz einfach, die Dächer hier wieder abzureißen und genau die gleiche Vorbaute wie da, in ein bisschen runderen Form, dass wir hier noch einen Balken machen, einfach hier hinzubauen und das halt alles mit dieser Umrandung da zu bauen, die wir da oben auch haben. Wisst ihr, dass im Prinzip auf dem Dach unsere kleine Farm ist und darunter ist halt Wohnraum so mäßig. So, keine Ahnung. Aber mal sehen. Nur bisher gefällt mir das. Also die Seite hier hat mir nicht so gefallen, bin ich ehrlich. Nur seitdem wir hier dieses Konzept haben, dass wir das so machen, gefällt mir das richtig, richtig gut. Das wirklich, mir gefällt das echt gut. War es nicht auch so, dass man irgendwas kann man doch so um die Ecke setzen, oder? Irgendein neues Item, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. So. Das gefällt mir hier jetzt aber nicht. Nee, das können wir nicht so machen. Machen wir so. So geht auch. Irgendwie gefällt mir das dann nicht so ganz, aber mal gucken. So. Hopp. Und da würde ich einfach sagen, dass wir das hier einfach so lassen, hier in der Ecke. Und hier vielleicht können wir ja dann mit Stein noch irgendwie was machen. Das würde ich aber dann ganz zum Schluss erst machen, dass wir hier dann immer so ein paar Steinpfosten in Anführungszeichen daraus machen. Und dann sieht das doch alles gar nicht so schlecht aus. Auch wenn ich sagen muss, irgendwie... Leute, schreibt mir mal in die Kommentare. Ich werde zum nächsten Part gucken, falls ich das Video vor dem nächsten Part hochlade, müsste aber eigentlich passieren, vor der nächsten Aufnahmesession. Schreibt mir mal in die Kommentare, soll ich das Haus hier drumrum nochmal so anpassen, dass es alles aussieht wie das hier, dass wir das im Prinzip anpassen. Also ich würde sagen, ich will es anpassen, bin ich mit euch ehrlich, aber ich würde eure Meinung draus hören oder dazu hören, dass wir das hier einfach alles anpassen, damit es so aussieht wie hier. So cleaner, wisst ihr? Und da oben dann halt einfach alles wächst, sodass wir da oben alles anbauen können und so. Das würde mich wirklich interessieren. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Damit ich da zur nächsten Folge Bescheid weiß. Und in der nächsten Folge würde ich, oder in der nächsten Aufnahmesession, die ich dann mache, würde ich mich dann da nämlich ransetzen, dass wir da auf jeden Fall genug haben. Und dann sieht das ja bisher hier alles ganz ordentlich aus. Ja, haben wir doch gut was geschafft in der bisherigen Zeit. So, Bäume wachst. Los. Wachsen ist angesagt. So. Das, ja, ich gehe erstmal schlafen. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber hey. Warum denn nicht? Und dann gehe ich kurz mal runter und guck mir mal an, wie das denn hier alles unten aussieht. Oh, das ist ja schick. Freut mich, dass ihr alle so gut gewachsen seid, Leute. So. Und dann können wir direkt hier mal alles abbauen und neu pflanzen. So. Und dann würde ich sagen, mache ich den ganzen Raum erstmal Hälfte voll mit Weizen, Hälfte voll mit Karotten. Weil ich denke, dass die uns am meisten bringen. Oh nein, ich bin schon wieder aus Versehen ausgetappt, leider. Das passiert mir viel zu oft. Da muss ich echt aufpassen. So. Und dann können wir den Rest voll mit Karotten machen. Oh, du nicht.
So. Hopp und zack. So, super. Dann viel Spaß beim Wachsen, Leute. Ich bring mal den Rest schon mal weg. Hier, Kiste. Oh, ich muss mir mal eine neue Kiste craften. So. Ich mache erstmal nur eine einzelne Kiste. Damit ich da erstmal meinen Müll reinschmeißen kann. So, zack. Brauche ich nicht. Schild brauche ich vielleicht noch. Das nicht. So. So, Leute, jetzt ist die Frage. Das Haus ist natürlich oben noch nicht fertig, weil eigentlich muss ich auch Erde holen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt hier eh voll viel abbauen werde, wird die Erde so oder so zusammenkommen. Also ich werde auf jeden Fall das hier mal abbauen. Dass wir hier die Dinger so ein Stück hochziehen. Und dass sie alles mal so ein bisschen tiefer setzen einfach. Und dann würde ich sagen, wäre das nächste, was wir machen, einfach mal, dass wir das Nether-Portal aufbauen und dann in den Nether gehen. Ich denke mal, das wäre ganz sinnvoll, wenn wir das jetzt in naher Zukunft machen, damit wir auch die Tools haben, um hier alles abzubauen ordentlich. Und es auch halt nicht allzu lange dauert. Weil jetzt mit der Dia-Hacke fühle ich mich hier, um ehrlich zu sein, ein bisschen langsam. Ein bisschen sehr langsam. So. Das sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Aber wie gesagt, mich wird eure Meinung dazu auf jeden Fall interessieren, wie ihr das so findet, ob ich das alles so halten soll wie hier in dem Stil. Habt ihr ja jetzt, denke ich, oft genug gesehen, dass wir das alles so bauen, dass es so eine Umrandung in Anführungszeichen ist und im Prinzip auf dieser Umrandung unser Zeug wächst und außenrum dann unser Haus ist und unten drunter. So, dass das im Prinzip alles so ein bisschen cleaner wird und so. Oder ob wir das so lassen sollen. Das würde mich interessieren, Leute. So, dann werde ich jetzt mal meinen Stuff weglegen. Und dann werde ich mal sagen, auf in den Nether. Oh je. Irgendwie habe ich Angst ein bisschen vor dem Nether. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwann muss man ja in den Nether, ne? Gibt es irgendwelche neuen Sachen in der 1.14? Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Aber werde ich ja jetzt wahrscheinlich alles gleich sehen. Oh je. Also ich brauche auf jeden Fall genug Essen. Essen nehme ich mir mal direkt ein bisschen mehr mit. Ja, habe ich ja. Okay, ich habe genug. Alles gut. Weil ich, so wie ich mich kenne, verhungere ich da. Dann brauche ich auf jeden Fall Blöcke. Blöcke nehme ich auch mal ein paar mehr mit. Dann nehme ich hier lieber sicherheitshalber einfach genügend Pickaxes mit. So, hier ist Cobblestone. Ich brauche noch ein Flint and Steel, ne? Ich brauche noch ein Feuerzeug. Und theoretisch mehr brauche ich eigentlich gar nicht, bin ich der Meinung. Ich habe jetzt Schild, ich werde mir mal noch Eisen mitnehmen. Genau hier. Eisen. Und einfach Holz, falls da irgendwas passieren sollte, dass ich was habe. Aber mehr brauche ich nicht. Essen, ich habe alles. So, dann Feuerzeug. Feuerzeug, ich glaube, ich habe hier unten Flint gedroppt. Ist das hier noch? Ja, hallo. Danke. Und dann können wir jetzt Flint and Steel machen und dann, Alter, ich bin gerade schon so ein bisschen aufgeregt. Muss ich ja wirklich zugeben, so ein bisschen aufgeregt bin ich. Dann würde ich sagen, gehen wir erfolgreich in den Nether. Ich weiß nur noch nicht, wo wir ihn placen, dass wir dorthin gehen können. Oder damit es auch später schicker aussieht. Ich würde sagen, wir setzen es da, hier. Ich glaube, hier können wir später auch gut integrieren. Okay, let's go. Oh nein. Oh nein, ich habe es jetzt schon verkackt. Oder? Der Nether ist nur 2 breit, ich bin dumm. Mist, jetzt muss ich den einen Block wieder abbauen. Ach Leute, wir sehen uns in 10 Minuten gefühlt wieder, Alter. Uff. Ich habe den Block einfach versetzt, weil ich einfach komplett brain off cover. Lol. Oh je, Leute. Gieß mir jetzt nochmal ganz entspannt, währenddessen bei euch die Spannung hoffentlich steigt, etwas zu trinken ein und trinkt noch einen ganz genüsslichen Schluck aus meinem Trinken. Und dann, Leute, werden wir nämlich dieses wunderschöne Portal, anzünden und hoffen, dass wir auf der anderen Seite nicht rauskommen und direkt sterben.
und jahrelang unseren Stuff suchen müssen. Ich habe nämlich schon viel mit dem Nether durch, bin ich ehrlich mit euch. Und wir müssen unbedingt unsere Bäume abbauen. Also ich habe hier gefühlt einen halben Wald oben. Trotz dessen, Leute, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Neben unserem katastrophalen Gerüst aus Blöcken gehen wir jetzt hier in den Nether. Mit hoffentlich genügend Stuff. Hoffentlich fällt mir nicht im Nether auf, yo, ich habe irgendwas vergessen oder so. Aber ich würde es einfach sagen. Leute. Leute, Hype! Jetzt geht's los. So, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und schreibt gerne in die Kommentare Anregungen, was ich noch alles so machen soll. Das würde mich wirklich interessieren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.